großartiges Leben ist, wenn man lebt und isst. Also isst nicht vom Essen, sondern vom Sein. Das heißt, Leben bedeutet immer, ich mache was. Am besten, ich mache das, was mir am Herzen liegt. Und dann wieder das Leben auch genießen. Momentan ist ja eine sehr starke Beschleunigung in unserer technologisierten westlichen Welt. Diese Beschleunigung sollte etwas zurückgehen. Die Leute sollten wieder mehr auf das Sein gehen und mit weniger Gewalt, mit mehr Kollegialität, mit mehr Miteinander die Zukunft gestalten und nicht gegeneinander. Nepomuk. Das ist schon gut. Okay. Ja, so heißt sie. Genau. Nepomuk Meyer. Ja. Was treibst du denn so? Wer bist du und was machst du? Ich bin in Niederbayern zu Hause, in der Nähe von Eckenfelden. Das liegt zwischen München und Passau. Und dort bin ich geboren und aufgewachsen. Natürlich bin ich schon ein bisschen rumgekommen auf der Welt. Aber Niederbayern ist die schönste Heimat, der schönste Fleck der Welt. Liegt allein wahrscheinlich an der Sprache, an meiner niederbayerischen Sprache, an dem Dialekt, den ich sehr liebe. Es liegt an den Menschen, die teilweise extrem stur, sehr bodenständig, aber auch sehr kreativ sein können. Der Landstrich Niederbayern hat viele Vorzüge, natürlich auch diese Jahreszeiten, die mittlerweile nicht mehr so ausgeprägt sind wie früher, aber die natürlich auch viele Mythen und Legenden gibt, vor allem im Bayerischen Wald. Und so habe ich mich schon seit frühester Kindheit für mystische Dinge, für Phänomene interessiert und auch für wissenschaftliche Themen. Wobei ich selbst Betriebswirtschaft studiert habe, habe eine Marketingagentur seit über 20 Jahren, betreue dabei Unternehmen, kleine, größere Mittelstand in ganz Deutschland, die teilweise auch international tätig sind. Wir sind eine sehr modern ausgerichtete Agentur. Wir beherrschen die neuen Medien und wir machen auch Unternehmensberatung. Das heißt, zu uns kommen Unternehmen, die ein Produkt auf den Markt einführen oder ein Problem haben mit ihrer Marktpräsenz und wir sagen ihnen, was sie am besten tun sollen, um wieder Erfolg zu haben oder weiter Erfolg zu haben oder noch mehr Erfolg zu haben. Diese Tätigkeit bringt einem natürlich sehr viele Dinge nahe. Erstens mal viele verschiedene Branchen. In jede Branche muss man sich mächtig eindenken. Man wird zum Spezialisten von der Nanotechnologie, zum Hausbau, vom Funktionstextilhersteller bis hin zum Wintergartenbauer. Was natürlich die praktische Tätigkeit auch natürlich toll ist, wenn man feststellt, wie Unternehmen arbeiten, wie Erfolg funktioniert, wie bestimmte Dinge immer gleich sind, die man anwendet und dann bestimmte Hebel zu setzen. Und so habe ich auch durch die Organisation mit meiner Agentur, mit meinen Mitarbeitern und mit meiner Struktur auch die Möglichkeit, mir entsprechende Freiräume zu schaffen. Weil ursprünglich war ich die Entscheidung, gehe ich in die Werbung, ursprünglich wollte ich Grafikdesigner werden und hat mich aber schon als Kind mit Kunst auseinandergesetzt. Ich habe immer schon gemalt, Skulpturen gebaut, ich mache Motorsägen, Arbeiten aus Holz, Collagen, unterschiedlichste Materialien. Ein Freund von mir hat damals mich ein bisschen mental unterstützt und hat gesagt, das sollte ich weiter tun, hat diese Kunstrichtung als Spektakulismus bezeichnet. Er hat gesagt, so wie ich an die Dinge rangehe, ist es etwa so, dass ich denen immer irgendwelche elusiven Momente entlocke, wobei die Entschlüsselung keinem Kriterium unterliegt. So mache ich Kunst, male Bilder, Skulpturen, auch Gespräche, auch Philosophenabende unter Freunden, die dazu beigetragen haben, warum ich jetzt mehr schreibe und bestimmte Dinge versuche zu senden, zu dokumentieren, zusammenzufassen, die ich glaube, vielleicht noch zu wenig Gehör gefunden haben. Also mal ganz konkret, du bist nämlich jetzt auch Autor, ne? Du hast ein Buch geschrieben und dich faszinieren so diese paranormalen Phänomene, aber auch die Metaphysik, also diese Grenzgebiete, habe ich verstanden. Und du reist ja jetzt auch durch Deutschland in Interviews wirklich abgefahrene Leute, ne? Also Medien, du hast vorher mal ganz kurz erzählt. Erzähl mal genauer davon, genau von diesem Bereich, weil der fasziniert. Ja. Okay, ich hole ein bisschen weiter aus. Ja.
Mein erstes Buch hatte ich vor 15 Jahren geschrieben, auch aufgrund von einer Intention eines Freundes, der gesagt hat, Mensch, das, was du uns hier so erzählst, das ist so interessant, kannst du das nicht immer aufschreiben? Er hat dann das erste Buch in Angriff genommen, das heißt Die zweite Schöpfung, die Entstehung des Homo Genesis. Dieses Buch wird gerade neu verlegt. In diesem Buch, zu diesem Zeitpunkt muss ich sagen, war ich noch sehr materialistisch orientiert und ich dachte, wie der meiste Mensch im Wissenschaftsleben auch, dass die Materie die einzige Energieform oder Form überhaupt ist, die existent ist. Alle anderen Phänomene sind zwar interessant, aber werden nie bewiesen werden können. Und so hatte ich ein Zukunftsbuch erstellt, in dem ich postuliert habe, welche technologischen Entwicklungen in den nächsten 30 bis 50 Jahren weltweit entstehen werden, wie sich bestimmte Technologien weiterentwickeln, vom Internet über Nanotechnologie, über künstliche Intelligenz. Und habe eben mir ausgedacht, dass es wahrscheinlich sein wird, dass wir die erste Spezies ist, die die ersten Nachfolger selber kreiert. Also nicht einen Frankenstein oder ein Cyborg oder sowas, sondern nein, genau mit den Gesetzen der Evolution ihren eigenen Evolutionsnachfolger selber kreiert. Das wäre so, als wenn der Neandertaler den Homo sapiens kreiert hätte. Indem das die Erde begrenzt ist und naher Zukunft, kurz gedacht, vielleicht die nächsten hunderte, tausenden Jahren die Menschheit mit Sicherheit weiter ins Weltall vordringen wird, braucht man natürlich auch zu Körper, die für diesen Raum geschaffen sind. Und die Technik ist gerade dabei, auch die Biologie und die Wissenschaft dabei, eben das zu erforschen, wie Biologie funktioniert, wie Leben funktioniert, und kann dadurch das weiß, wie es funktioniert, selber zusammenbauen. Aber da stellt sich hier die Frage nach der Seele. Also du sagst, das ist ja der rein materialistische Approach sozusagen, aber dieser Körper muss ja auch gefüllt werden mit irgendwas, oder wie siehst du das? Ja, Menschenwissenschaft sagt, nee, das brauchen wir nicht. Wenn eine Struktur ausreichend komplex ist, wenn eine Struktur genauso funktional aufgebaut ist wie ein Lebewesen, und zwar versucht mit Nahrung und Energiezufuhr und etc. einen bestimmten Kreislauf aufrechtzuerhalten, entsteht Bewusstsein, entsteht diese Selbstständigkeit von selbst. Dazu hat ein Wissenschaftler, der Dietrich Dörner, ein Buch geschrieben, das heißt Bauplan für eine Seele. Da wird es genau dokumentiert, wie aus einer kleinen Maschine, eine Dampfmaschine, die sich selbstständig so weiterentwickelt, Nahrung zu finden und zu agieren in der Umwelt, zum Schluss meint, ja, die hat eine Seele. Okay, aber jetzt bist du, ich bin noch nicht ganz on track. Okay. Wie kamst du denn dazu? So, das war das erste Buch, wie gesagt, sehr materialistisch noch gedacht. Und dann bin ich mit meinen weiteren Recherchen und bin ja immer an top, was wissenschaftliche Arbeiten betrifft, ob das jetzt in Büchern ist, ob das jetzt wissenschaftliche Veröffentlichungen sind oder Kongresse oder Vorträge, ist mir in den Ende der 90er Jahren der Hans-Peter Dürr untergekommen. Hans-Peter Dürr war Leiter des Max-Planck-Instituts in München, Kernphysiker, ein Kollege oder Mitziehsohn von Heisenberg, der Begründer der Quantenphysik oder Mitbegründer der Quantenphysik. Und dieser Hans-Peter Dürr postulierte ganz andere Dinge als wie der Rest der Wissenschaftler. Okay. Und zwar sagte der, dass Materie nicht auf Materie aufgebaut ist, sondern dass es im Grunde genommen nur Verbindung gibt, aber nichts, was miteinander verbunden ist. Und dass darunter nicht nur eine feinstoffliche Energie kommt, sondern eigentlich nur noch mehr der reine Geist. Wow. Das ist natürlich eine Aussage, die natürlich schon mal ziemlich konträr zu dem, was, sage ich mal, der normale Mainstream-Wissenschaftler von dem, was wir in der Schule lernen. Wir lernen in der Schule das Niels-Bohr-Atommodell. Es gibt einen Atomkern, Proton, Neutron, da rumkreist irgendwie ein Elektron, das in verschiedene Bahnen springt, Energieerhaltungssatz, Expansion des Universums, Urknall etc. Alle möglichen Dinge lernt man in der Schule. Und der Hans-Peter Dürr hat gesagt, nee, das stimmt alles nicht, das ist alles alte Physik. Der Urknall findet ständig statt und die Wirklichkeit ist nur Potentialität. Das heißt, unser Bewusstsein ist der Kern allen Seins und das Bewusstsein ist diejenige Substanz, die aus dieser Potentialität Wirklichkeit schaltet und Realität erschafft. Und diese Aussagen wurden in den letzten 80 Jahren durch diese Quantenphysiker eben erforscht und dokumentiert. Und seit dem Zweispaltexperiment der 30er, 40er Jahre wissen wir, dass tatsächlich unser Geist dazu in der Lage ist, Materie zu verändern und Materie zu erschaffen.
Was hat diese Erkenntnis in deinem Leben verändert und in deinen Forschungen, Schreiben und... Das hat dazu geführt, dass wir eben mehrere Forscher angeschaut haben, die auf diese Erkenntnisse aufbauen. Dazu kam natürlich der Forscher, der in England zu Hause ist, Rupert Sheldrake, der schon in den 80er Jahren mit seinem Buch Das Gedächtnis der Natur oder jetzt der Wissenschaftswahn oder mit seinem wissenschaftlichen Arbeit über die morphogenetischen Felder dazu beigetragen hat, hier eine neue Weltsicht aufzubauen und sagen, okay, auch der ganze biologische Körper, auch der Zellaufbau, auch die DNA kodiert zwar die Funktionsweise oder den Aufbau eines Körpers, aber nicht die Form. Und in meinem genetischen Feld, einer übergeordneten Feldstruktur, die nicht in der dritten oder vierten Dimension, sondern in der fünften und sechsten Dimension zu Hause ist, wo Information abgespeichert wird und zugreifbar ist und auch für nächste Generationen wieder zur Verfügung steht. Er hat hier verschiedene Experimente durchgeführt, zu einem ein Experiment an Ratten, wo man einer Rattengeneration beigebracht hat, wie man auf den schnellsten Weg zum Futter kommt, dadurch belohnt wurde und hat festgestellt, dass alle Rattengenerationen, die irgendwo auf der Welt wieder dieses Experiment durchführen, jede Rattengeneration immer schneller dieses lernen, wie man zum Futter kommt. Das heißt, die greifen auf dieses morphogenetische Feld zurück. Ulrich Warnke, ein weiterer Biologe, der auch sagt, aufgrund von der Quantenphysik, aufgrund von diesen ganzen Forschungsergebnissen weltweit, sagt, okay, wir wissen jetzt, wenn der menschliche Körper, wenn ein Atom ja zu 99,9%, also 9 Stellen hinter dem Komma, aus nichts besteht, was ist denn das Nichts so wichtig? Ist das ein leerer Raum? Also was besteht denn dieser leere Raum? Und wenn der leere Raum tatsächlich dieses Bewusstsein ist, dann sind wir zu 99,9% durch dieses Bewusstsein, das alles zusammenschließt. Herr Tür hat immer gesagt, es ist nichts voneinander getrennt, alles ist eins. Advaita aus dem Altvedischen, also nicht irgendwas, was miteinander verbunden ist, sondern was nie getrennt war, so ist praktisch die Wirklichkeit eine Einheit und diese Materieform, diese 4%, die wir sichtbar in Materie nennen, ist nur eine Illusion. Und Einstein hat gesagt, eine Illusion, die zwar sehr hartnäckig ist, aber trotzdem eine Illusion. Gut, und diese ganzen Erkenntnisse, ich meine, das ist faszinierend, ne? Das klingt fantastisch. Aber was bringen die uns? Also was bringen die dir für dein Leben? Siehst du das Leben anders? Lebst du es anders? Was bringt es dem Leser, wenn er all diese Dinge liest? Also das hat mit Sicherheit mehrere Auswirkungen. Erstmal, wenn der Leser weiß, dass im Grunde genommen nichts vergeht, vergeht natürlich auch nicht der Mensch oder auch nicht die Seele oder der Astralkörper, was ja die Forschungen gezeigt haben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das beschäftigen wir uns gleich noch mit dem neuen Buch dann damit. Und man weiß, wenn nichts getrennt ist und ich der Natur oder wem auch immer Schaden zufüge, diese Gewalt, dann füge ich mir eigentlich den Schaden selber zu. Das ist eigentlich das, was die alten Religionen schon immer sagen. Also Mitgefühl. Ja, liebe deinen Nächsten oder ja. Genau, sondern man muss also besser mit der Natur umgehen, besser mit dem Planeten umgehen, weil wir eigentlich uns selber schaden. Und diese Technik nie in der Lage sein wird, dieses Bewusstsein oder diesen Grund dieses Seins zu beherrschen. Und ich fand es auch spannend, du meintest ja auch, dann wächst eigentlich das Bewusstsein auch über dieses Leben hinaus. Richtig. Ne? Genau, also die Wirklichkeit ist ja viel, viel größer, viel mehrschichtig. Das heißt, ich war heute in einem Interview mit dem Paul Meek, einem der bekanntesten Medien Europas, der sagt, diese Wirklichkeit oder diese jenseitige Welt, wie man immer die bezeichnen will, hat ja viele, viele Schichten und diese 4%ige Materie, die wir hier als Illusion wahrnehmen, ist ja nur ein kleiner Teil aus dieser Wirklichkeit. Das heißt, wenn wir hier unsere Erfahrungen gesammelt haben, gehen wir weiter in diesen Schwingungsebenen nach oben und sammeln weiterhin unsere Erfahrungen. Führ das weiter aus, das klingt ja abgefahren und ich meine, vielleicht hören manche das gerade zum ersten Mal. Was heißt das? Also, kommen wir nochmal auf die Phänomene zurück. Diese Phänomene, die in der Wissenschaft immer wieder auftauchen. Der krasseste Sprung in der Wissenschaft, sagen wir mal, gehen wir noch weiter zurück. 1890, glaube ich, wollte das Patentamt in der Schweiz dieses Patentamt eben abschaffen, weil man gedacht hat, alle Erfindungen sind schon gemacht, wir brauchen das nicht mehr. Also man sieht daran schon, dass man, wenn man damals gedacht hat, plötzlich kam dann die Quantenphysik, dann kam Einstein, dann kam, sage ich mal, diese Erkenntnisse, dass eben Materie nicht auf Materie aufgebaut ist.
Und somit sehen wir, dass viele Phänomene, die die Wissenschaft bisher nicht erklären konnte, plötzlich einen Sinn ergeben. Der Ami Botswani ist einer der größten lebenden Quantenphysiker zur Zeit, der auch erkannt hat, dass im Grunde genommen nur Bewusstsein gibt und alles andere ist Illusion. Und wenn man diesen Dinge nimmt, dann auch, oder Rupert Sheldrake hat zum Beispiel postuliert, dass diese ganzen Dogmen, die die Wissenschaft aufgestellt hat, zum Beispiel das Dogma der Lichtgeschwindigkeit, also Naturkonstanten, hat nachgewiesen und auch dokumentiert, dass diese Naturkonstanten eigentlich gar nicht konstant sind, sondern teilweise, auch wenn sie nur ganz leicht sind, schwanken. Das heißt, wenn sie schwanken, dann liegen sie auch in einem evolutionären Prozess. Das heißt, sie ist eine Entwicklung da. Das, was der Hans-Peter Thürmer gesagt hat, die Zukunft erinnert sich an der Vergangenheit und in Zukunft passiert das Wahrscheinliche am Wahrscheinlichen. Das ist ja eine tolle Aussage, aber das heißt, die Zukunft ist offen und die Kreativität und die Evolution passiert in jedem Moment. Ja. Und als die Astrophysik das Hubble-Teleskop in die Erdumlaufbahn geschossen hat, um die Sterne und die kosmische Hintergrundstrahlung zu untersuchen und zu sehen, wie alt ist denn unser Universum. Und ist darauf gekommen, so ungefähr 13,8 Milliarden Jahren, hat er festgestellt, okay, die ursprüngliche Annahme, Urknall, Universum expandiert, irgendwann kommt es zum Stillstand und die Expansion geht rückläufig und die geht dann wieder zusammen. Hat man festgestellt, das stimmt nicht, das Universum expandiert weiter. So, war man sehr überrascht. Und plötzlich hat man festgestellt in den letzten Jahren, dass das Universum immer schneller expandiert. Hat natürlich Riesenprobleme für die ganze Wissenschaft, denn wenn ein Universum permanent weiter existiert, heißt, kommt ja neue Energie dazu. Also hat man festgestellt, also 1998 war noch alles in Ordnung, da hat man 100% Materie gehabt. Dann hat man plötzlich festgestellt, das Universum expandiert immer schneller. Man hat plötzlich dann dunkle Materie benötigt, um diese Gravitationskräfte zu erklären, sodass die Galaxien, die sich im Kreis drehen, nicht auseinanderfliegen. Dann hat man festgestellt, es wird immer schneller, die Expansion. Dann hat man dann um 71% dunkle Energie zur Hitze geführt. Irgendwo muss ja die Expansion herkommen. Und dann hat man plötzlich festgestellt, Gott sei Dank, jetzt wissen wir gerade noch 4%, dann 96% wissen wir nicht mehr. Das heißt, die jetzige Mainstream-Wissenschaft sagt tatsächlich, wir wissen 96% nicht, was es ist. Super. Das klingt nach viel Raum, in dem man noch entdecken kann. Ganz genau. Und jetzt gibt es viele Forscher, die diese Anomalien oder diese Sachen, die wissenschaftlich immer aufgetreten sind, aber den hat man ein bisschen am Rand geschoben und gesagt, na gut, das können wir jetzt nicht erklären, aber vielleicht in Zukunft aufgegriffen haben, wie eine Massenanomalie in der chemischen Verarbeitung ist 1890 mehrere Anomalien aufgetaucht. Das hat ein Dr. Klaus Vollkommer wieder aufgegriffen in den 80er, 90er Jahren. Wiege-Experimente, er hat plötzlich festgestellt, sehr seltsam, wenn man ein Objekt wiegt, ein bestimmtes Objekt, das ist zum Beispiel ein Kolben, der verspiegelt ist, oder ein Kolben, der Luft abgeschlossen ist, und in der Mitte ist eine Pflanze drin. Man wiegt dieses, dann wird es immer schwerer, je länger das man es wiegt. Und hat dadurch nachgewiesen, dass, oder einen Ansatz für die dunkle Materie gefunden. Das Interessante ist, weil es ist momentan so, dass die Menschenwissenschaft das aber nicht wiederholen will, diese Experimente. Warum meinst du? Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht denken die Menschen immer noch so, Mensch, wenn es gewogen ist, hat 3 Gramm, dann tue ich es runter und brauche es nicht länger wiegen. Wieso soll es denn schwerer? Wir wissen ja, dass es nicht schwerer wird. Aber das ist wahrscheinlich schon so, weil es ist momentan, glaube ich, wird ein Umbruch stattfinden. Also die Quantenphysik ist am weitesten, die Quantenphysiker wissen eben um dieses Bewusstsein, das ja nicht messbar ist, in diesem Bewusstseinsfeld oder Bewusstseinsraum gibt es ja keine Zeit und keine Ausdehnung, ist ja auch schwierig für uns festzustellen, dass praktisch diese 3 oder 4 Dimensionen, die es bei uns gibt, ja nur eine Illusion ist. Es gibt auch keine Zeit. Und wenn jetzt viele Forscher kommen, um diese Anomalien zu untersuchen und auch hier Möglichkeiten aufzeigen, wie das funktionieren kann, und in der Schule immer nur das alte Niels-Bohr-Atommodell gelehrt wird, dann haben wir gedacht, nur, ich fasse mal diese Themen zusammen und zeige auch, welche wissenschaftlichen Arbeiten, nur wissenschaftliche Arbeiten, keine privaten Forschungsarbeiten, sondern nur wissenschaftdokumentierte Arbeiten, was es alles schon gibt und was erst in vielleicht 50, 100 Jahren in der Schule gelehrt wird. Super faszinierend. Aber du begegnest ja jetzt auch so auf deiner Reise und deinem Forschungsweg irgendwie auch ganz abgefahrenen Leuten, die auch so eigentlich schwer erklärbare Dinge ja auch tun, ne? Okay, es ist jetzt so, im ersten Buch oder dem zweiten Buch Perspektiven, Phänomene einer erweiterten Realität, habe ich aufgrund von diesen vielen
Ansichtsmöglichkeiten oder ja, Paradoxen oder Phänomenen, die es gibt, aufgezeigt, dass es scheinbar in dieser hinter dieser Realität eine größere Wirklichkeit gibt. In dem neuen Buch, das jetzt demnächst auf den Markt kommen wird, das wird heißen Engel, Geister und Dämonen, wissenschaftliche Beweise für Jenseitswesen. Mhm. So, das hört sich natürlich erst einmal schon sehr esoterisch an. Aber in diesem Buch werden auch nur wissenschaftliche Arbeiten zum einen Teil aufgezeigt, da wir gesagt haben, wie kann denn das sein? Wie kann man denn was über diese Welt der nicht 4% wissen? Und das gibt's, diese Forschungsarbeiten sind da. Ich habe diese Forscher interviewt, eben diesen Dr. Klaus Vollkommer, den Ulrich Kramer mit seinem Thema Mindwalking, den Ulrich Warnke, den Rupert Sheldrake und viele andere. Aber auch im zweiten Schritt Leute interviewt, sensitive Leute, die hier ja physische oder mentale Fähigkeiten über den Durchschnitt haben. Die, zum Beispiel? Zum Beispiel den Paul Meek, ist einer der bekanntesten Seher in München, oder den Herrn Sam Hess, der sitzt in der Schweiz. Und was machen die, was haben die für Fähigkeiten? Die Fähigkeiten, sie können in diese weitere Bewusstseinswelt, in diese ja, jenseitige Welt, wie wir sagen würden, reinsehen und sehen dort die Menschen, die von unserer Seite aus gesehen schon verstorben sind. Sie sehen, dass es auf der anderen Seite Existenzen gibt, die wir zum Beispiel als Engel bezeichnen würden oder als andere Astralwesen, die hier, sage ich jetzt mal, unterwegs sind und hier agieren. Mhm. Wir haben einen Blick darüber und beschreiben in diesem Interview, was sie sehen, wie sie sehen und wie das aufgebaut ist. Und das Interessante dabei ist, dass das, was sie beschreiben, das Gleiche ist das, was die Wissenschaftler sagen, es könnte sein. Wow. Das klingt natürlich schon cool. Und was ist dir noch so begegnet an Fähigkeiten und an Menschen, die Außergewöhnliches tun? Außergewöhnlich ist mir also mit Sicherheit die Arbeiten von dem Ulrich Kramer am meisten beeindruckt. Der hat ein Institut, das nennen sie Mindwalking, das heißt Geist durchwandern. Mhm. Er führt Menschen an ihre Erinnerungen, aber nicht nur an Erinnerungen, was sie in diesem Leben haben, sondern auch in dem Leben zwischen den Leben, also in dieses Transpersonale und im frühere Leben. Und die Geschichten, die hier die Menschen erzählen, das ist interessant, weil die kommen ja mit einem Problem zum Psychiater, der hat ja klinische Psychologie studiert und lehrt es auch, hat aber aufgrund von vielen ja, Mediationstechniken aus dem asiatischen Raum mit den klinischen Psychologie kombiniert und ist dazu in der Lage, eben die Leute weiter zurückzuführen, ohne dass er die, sage ich mal, jetzt in Trance setzen muss, sondern voll im Bewusstsein, führt die in diese Bilder zurück. Und hier kommen Geschichten zutage, die unglaublich sind. Hast du eine kleine Anekdote oder so? Ja, ich sehe eine kurze Anekdote. Eine Geschichte, ein junger Mann geht zum Ulrich Kramer, sagt, ich habe hier ein Problem mit meinem Vater etc., wir verstehen uns nie so richtig, ich weiß nicht, liegt es an mir, liegt es an ihm, können wir hier mal eine Sitzung machen, ich möchte mal ein bisschen das erforschen, okay? Die machen diese Sitzung, gehen in diese Sitzung rein, führen den jungen Mann zurück bis zur Geburt, vor der Geburt, bis zum frühen Leben und sieht, ah, im frühen Leben war im Zweiten Weltkrieg ein Soldat an der Front, ein führender Feldwebel schickt ihn auf Spähtrupp, muss in die feindlichen Linien sich reinbewegen, liegend, um zu erkunden, ob man weiter angreifen kann oder nicht. Diese Information wurde aber scheinbar den Kollegen nicht weitergegeben und ein Wachposten sieht diesen Mann hier davonschleichen oder meint, er schleicht wieder zurück und er schießt ihn. Der junge Mann sieht aber in dem Moment den Lauf ansetzen, die Kugel herfliegen und sagt, im nächsten Leben, da sehen wir uns wieder, das zahlst du mir heim. Und die Geschichte kommt bei dieser Mindwalking-Sitzung zutage. So, jetzt stellt man plötzlich fest, mit dieser Geschichte geht er nach Hause und stellt plötzlich fest, dass diejenigen, der ihn erschossen hat, jetzt sein Vater ist. Aber die Geschichte war vorher nicht bekannt. Erst durch die Ansprache vom Sohn an den Vater wurde klar, dass er der Schütze war in dem Zweiten Weltkrieg. Weil er auch so eine Erinnerung hatte, oder wie? Der hat ja nie drüber gesprochen, aber durch das, dass der Sohn ihn angesprochen hat, hat er das zugegeben. Das ist ja abgefahren. Ja, das glaube ich. Da hat man ein bisschen was aufzuräumen.
Ja, spannend. Also ich verstehe und ich finde ja auch deine Faszination, ne? Die spürt man. Du sprühst so unglaublich. Was ist dir denn jetzt wichtig, wenn Menschen deine Bücher lesen? Warum schreibst du die und für diese Menschen? Und gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du dir wünschen, dass die da sich mitnehmen in ihr Leben, in ihren Alltag? Okay, diese Bücher sind natürlich nicht für alle Menschen gedacht. Mhm. Jemand, der sagt, ich will mir mein Leben genauso weiterführen wie jetzt und brauche überhaupt keine Phänomene oder ich muss auch nicht mehr wissen dazu, ist mit Sicherheit völlig in Ordnung. Aber es gibt vielleicht Menschen, die ist irgendwas schon passiert, was Außergewöhnliches, sei es ein paranormales Phänomen. Da gibt es ja auch Untersuchungen von Professor Dr. Luca Du, ein Institut in Freiburg, die ist ja offiziell vom Freistaat, sag ich jetzt mal, beauftragt wird, eben für Menschen zur Verfügung zu stehen, diese Sehne erleben, die sie haben und die nicht aufarbeiten können. Das sind 70% in Deutschland, die Phänomene erlebt haben. Und dieser Professor Luca Du hat ja auch ein Buch geschrieben, Die Geister, die mich riefen. Und darin beschreibt er auch sehr interessant, dass diese Phänomene tatsächlich auftauchen. Hier Dinge geschehen wie Levitation, Gegenstände durch die Raum fliegen, Steine plötzlich durch die Decken sich materialisieren, in den Suppentopf fallen, wie auch immer, und diese Dinge untersucht. Und wenn jemand wissen will, wie kann sowas zustande kommen, wo ist da der Hintergrund, wie funktioniert das alles zusammen, wird in meinem Buch hier Antworten finden. Okay, cool, super. Also Was irgendwie habe ich so das Gefühl, es gibt noch was. Irgendwas, okay, was du uns noch verraten könntest. Ich muss gerade selber aber was machen. Fangen wir andersrum an. Was ist also das für dich? Was auch sehr interessant ist, in meinem Buch werden ja viele, viele Themengebiete angeschnitten, die teilweise auch sehr pseudowissenschaftlich behandelt werden oder sehr am Rande der Wissenschaft unterwegs sind, wie zum Beispiel dieses Thema der Extraterrestrien oder dieses UFO-Phänomen. Viele sagen ja, UFO-Spinner etc. Ich war nie ein UFO-Fan oder irgendwas. Ich habe mir auch die Sachen auch erst die letzten 10 Jahre so richtig interessiert für das Thema. Und zwar aufgrund von einem einzigen Bericht. Und zwar hatte ich gehört von dem sogenannten Kometa-Report. Viele sagen, okay, was ist denn das? Kometa-Report ist eine Untersuchung der französischen Regierung. Die haben Experten eingesetzt, eine Expertengruppe aus Militärwissenschaftlern etc., um diese diese Fluggeräte, die sich hier in diesem Luftraum über Frankreich befinden, zu untersuchen. Ist das nur alles Einbildung, sind es Halluzinationen oder was ist das für ein Luftphänomen? Und die sind tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Flugphänomene tatsächlich real sind und die extraterrestrische Variante die wahrscheinlichste ist. Wow. Haben wir gedacht, wow, eine offizielle Regierungsbehörde stellt ganz klar fest, hier fliegen Teile bei uns rum, die nicht scheinen, nicht von dieser Welt zu sein und keiner weiß, wo die herkommen. Das ist meine Aussage. Ja. Auf meine Recherchen oder durch die Recherchen bin ich noch auf viele andere gestoßen. Natürlich die ganzen Arbeiten in Amerika drüben, Projekt Blue Blue, Projekt Grange, wie auch immer. Ich bin auf viele Forscher gestoßen, die auch dieses Phänomen untersuchen. Ich habe plötzlich erfahren, dass 17 Länder eine UFO-Meldebehörde haben, dass diese extraterrestrischen oder wie auch immer Objekte auf Radar aufgezeichnet werden. Augenzeugen berichten zu Hunderttausenden. Es gibt einen Verein, der auch weltweit aktiv ist, das ist der MUFON, der diese Sichtungen tatsächlich auch dokumentiert, diese Sichtungen koordiniert, aufnimmt. Und man stellt plötzlich fest, dass zurzeit sind in etwa 150 bis 200 Landungen weltweit jedes Monat zwischen 150 und 200 Sichtungen unter 30 Meter. Und dieses Phänomen geht sogar so weit bis zu einem Entführungsphänomen. Es gibt sehr viele Menschen, die behaupten, tatsächlich von diesen, wie auch immer, gearteten Wesen, von diesen höheren Intelligenzen aus ihren Betten, aus ihrem Schlaf entführt worden zu sein, Untersuchungen durchgeführt worden zu sein, um dann wieder, ohne dass sie sich dagegen wehren können. Auch zu Tausenden weltweit. Also hier scheint auch irgendwas abzugehen. Und bei meinen Recherchen, in meinem Buch steht ganz klar drin, dass diese, oder wie das funktioniert, dass diese höher entwickelten Wesen, das ist übrigens auch interessant, dass alle Seher das sagen, dass wir die Erde nicht die einzig bevölkerte, hochintelligente Planet ist, also scheinbar noch nicht so hochintelligent wie manche andere, die tatsächlich in der Lage sind, über diesen Bewusstseinsraum, über diesen X5, X6-Raum, der über Zeit und keine Raumdistanz gibt, über Resonanz hier aufzutauchen, zu verschwinden, weil sonst wären diese hunderttausende Besuche ja gar nicht erklärbar. Man kann ja mit einem Raumschiff irgendwo hinfliegen, dann den Proviant mitbringen und dann zu hunderttausenden landen.
Wow. Also diese Welt ist sehr viel mehr, als wir glauben. Und wir sind nicht alleine. Und man kann all diese Erfahrungen mal so ein bisschen kosten in deinen Büchern. Genau. Und man kann das alles nachlesen. Es sind ja auch die Quellenangaben drin. Es sind auch, wenn Sie jemand das eine oder andere Thema was interessiert, natürlich nochmal tiefer reingehen. Mhm. Was auch in den, sind andere Phänomene drin. Was wir auch ein Riesenproblem haben momentan, ist die Geschichte der Menschheit. Mhm. Die ja offiziell irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Jahren, sage ich mal, so richtig losgegangen ist mit Hochkulturen, Ägypten etc. Man stellt plötzlich fest, dass ja viele, viele Bauwerke, in Cheops-Pyramide sind sicher die berühmteste und bekannteste Bauwerke, aber es gibt noch viele andere Bauwerke auf der Welt, die ja mit einer derartigen Präzision ja, erbaut wurden, und dass Experten und gute Experten, Bauexperten und ja auch Wissenschaftler, die mit dem Material umgehen können, nicht wissen, wie ist denn das gemacht worden. Mhm. Ein Beispiel, wenn man einen Granitblock nimmt, der 8 Meter breit ist, 4 Meter hoch, 4 Meter tief, und man stellt plötzlich fest, da sitzen zwei Steine aufeinander, die waren früher ein Stein, der ist auseinandergeschnitten worden und dann wieder aufeinander gesetzt und hat eine Schnittverdrängung, also das Material, das man, wenn man den Stein auseinanderschneidet, weggeschnitten wird, eine Verdrängung hat von 0,03 mm. Sehendes Werkzeug gibt es heutzutage nicht. Also wie kann ein Volk, wie kann ein ja, relativ primitives Volk, das angeblich ja noch keine ja, Granit oder keine Diamantbohrer, Diamantscheiben gehabt hat, Steine zu 100 mm auf einer Fläche von 8 Quadratmeter völlig eben polieren. Mhm. Wenn man zum Beispiel die Pharao-Statuen in Ägypten betrachtet, die ja teilweise bis zu 18 Meter aus Rosengranit, Härtegrad 7, anschaut und mit Laser abmisst, um zu vergleichen, wie sind die beiden Seiten, und stellt fest, da gibt es fast keine messbare Abweichung, dann kann es nicht mit der Hand gemacht werden. Ein Steinmetz kann so arbeiten, dass es keinen Unterschied gibt. Das ist ja dreidimensional. Faszinierend. Also es gibt noch viel zu erforschen für jeden von uns. Genau. Super. Ja, dann kann ich nur hoffen, dass jeder sich deine Bücher krallt und nochmal so ein bisschen die Faszination von Leben so schmeckt. Mhm. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ja. Was ist für dich ein großartiges Leben? Was macht für dich das Leben großartig? Und einmal bitte gerne direkt in die Kamera. Ein großartiges Leben ist, wenn man lebt und isst. Also isst nicht vom Essen, sondern vom Sein. Das heißt, Leben bedeutet immer, ich mache was. Am besten, ich mache das, was wir am Herzen liegt. Und dann wieder das Leben auch genießen. Momentan ist ja eine sehr starke Beschleunigung in unserer technologisierten westlichen Welt. Diese Beschleunigung sollte etwas zurückgehen. Die Leute sollten wieder mehr auf das Sein gehen und mit weniger Gewalt, mit mehr Kollegialität, mit mehr Miteinander die Zukunft gestalten und nicht gegeneinander. Super. Danke dir ganz herzlich. Bitte.